CDU-Fraktion. Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer! Ich möchte meine Rede mit einem Zitat des Mannes eröffnen, der mit seiner politischen Weitsicht nicht nur zum Wiedererstarken der deutschen und europäischen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen hat, sondern auch heute noch zur Förderung des deutschen Mittelstandes einen erheblichen Beitrag leistet. Das ist Politiker General C. Marshall, der einmal gesagt haben soll, kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant. Mit dem heutigen zu beschließenden ERP-Wirtschaftsplangesetz wollen wir es nämlich nicht bei Planungen belassen, sondern wir wollen Impulse setzen, deutschlandweit für Investitionen, für Modernisierung, für das Wachstum mittelständischer Unternehmen, wie es im Ziel des Gesetzes kurz und prägnant dargestellt wird. Wir fokussieren uns auf die Förderung der mittelständischen deutschen Wirtschaft. Für diejenigen, die sich zum ersten Mal mit der Thematik auseinandersetzen oder vielleicht auch für die Zuhörer auf den Rängen, mag sich unser heutiger Tagesordnungspunkt vielleicht etwas abstrakt geben. Ich muss zugeben, anfangs ist es mir ähnlich gegangen, aber ich finde, je länger man sich mit dieser Thematik beschäftigt, desto schneller wird einem klar, welch einzigartiges und auch von finanziellen Volumen her interessantes Förderinstrumentarium wir hier in den Händen halten. Und dabei, meine Damen und Herren, kann die KfW auf eine mittlerweile erfolgreiche 70-jährige Geschichte von gezieltem Wiederaufbau, der 1948 mit Mitteln des berühmten Marshallplans begann, zurückblicken. Heute sind die Kredite, die Zuschüsse oder auch die Beteiligungs- und Risikofinanzierungen nach wie vor ein wichtiges und auch ein gutes Instrument, das wir über die KfW in den Händen halten, um vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen. Und ich versichere Ihnen, die Stärkung unserer mittelständischen Wirtschaft, das bleibt und ist ein Kernanliegen unserer Union. Meine verehrten Damen und Herren, ich denke, es ist in diesem Plenum unstrittig, nur mit gesunden Firmen, die mit Kreativität, mit guten Mitarbeitern, Produkten und Dienstleistungen made in Germany ihre Firma, den Handwerksbetrieb oder auch in einem freien Beruf gestalten. Nur mit diesen können wir diese Kennziffern, die wir laut dem aktuellen Wirtschaftsplan aufzeigen, halten. Und auch nur mit diesem unternehmerischen Engagement ist es möglich, dass Deutschland seine Spitzenposition in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung – wir werden ja derzeit nur von den USA, China und Japan noch übertroffen – behalten und auch ausbauen werden. Dabei, liebe Kollegen, bedarf es eines guten Zusammenspiels. Wir als Politiker sind natürlich gefordert, verlässliche und unbürokratische Rahmenbedingungen zu schaffen, auf Veränderungen zu reagieren, aktiv weiterzuentwickeln und neue Akzente zu setzen. Und neue Akzente zu setzen, das war zum Beispiel auch der Antritt im Jahr 2007 mit der Neuordnung des ERP-Wirtschaftsförderungsgesetzes die Grundlage für eine erweiterte Gründer- und Förderstruktur, nämlich ein Stück weit weg von dieser klassischen Programmförderung hin zu mehr Beteiligungsfinanzierung geschaffen wurde. Verehrte Kollegen, ich weiß auch, einzelne Haushaltsansätze im Gesetz und auch der uns vorliegende Bericht der Bundesregierung über die Inanspruchnahme der Fördermittel zeigen auf, dass die Potenziale der Wirtschaftsförderung durch die KfW-Bank in den letzten Jahren nicht voll ausgeschöpft wurden. Und das ist sicherlich im Zusammenhang auch mit der schon lang anhaltenden Niedrigzinsphase zu sehen. Es liegt also an uns, aus meiner Sicht, nachzusteuern und auch die Investitionsförderung an die Bedarfe der Unternehmen und an sich verändernde Wirtschaftsrahmendaten anzupassen. Das haben wir in der letzten Legislatur getan. Wir haben darüber diskutiert. Und das Ergebnis ist, dass die KfW sich auf die Optimierung und Veränderung konzentrieren wird, erstens für eine qualitative Verbesserung sorgen wird, also die bessere Ausnutzung schon von bestehenden Investitionskapazitäten. Und zweitens geht es natürlich auch darum, quantitative Verbesserungen zu generieren. Zusammengefasst kann man sagen, es gilt, das Gute zu bewahren, zu verstetigen und Neues zu wagen. Daher, und das hebt auch der aktuelle Jahreswirtschaftsbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hervor, haben wir Ende März vergangenen Jahres hier in diesem Plenum einen fraktionsübergreifender Zustimmung, einen Anpassungsvertrag
mit einem Anpassungsvertrag über die ERP-Förderrücklage den Weg für eine Intensivierung des KfW-Engagements im Bereich Wagnis und Beteiligungskapital freigemacht. Mit Blick auf die rund 781 Millionen Euro, die in diesem Jahr laut Planjahr im Sondervermögen für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft bereitgestellt werden, bedeutet das, dass wir unsere Anstrengungen, mein Vorredner hat es auch schon erwähnt, im Bereich besonders Wagnis- und Beteiligungsfinanzierung verstärken werden. Hierzu haben wir konkret die Gründung der KfW-Beteiligungstochter beschlossen. Ich brauche das jetzt nicht wieder zu wiederholen, Herr Kollege Mors. Die mit 200 Millionen Euro Investitionsvolumen bis 2020 entsprechend agieren soll. Und wir hoffen, damit bestehende Kapitalangebotslücken von derzeit geschätzt 500 bis 600 Millionen Euro jährlich zu schließen und damit, und ich denke, das ist das Entscheidende, den Weg zum Aufholen in Richtung agilerer Märkte, wie sie in den USA und Israel zu finden sind, zu ebnen. Und das, meine Damen und Herren, das finde ich, ist ein starkes Signal. Mit der Arbeit im Unterausschuss Regionale Wirtschaftspolitik und ERP-Wirtschaftspläne haben wir genau diese Entwicklung ganz eng begleitet. Ich wünsche mir, dass wir das auch in diesem Rahmen hoffentlich weiter tun werden. Und es muss natürlich da unser Anspruch sein, ohne privaten Akteuren Konkurrenz zu machen, abgesehen davon, dass die KfW als staatliche Bank dies auch gar nicht leisten könnte, dass wir weitere Hürden für Gründungs- und Wachstumsfinanzierungen abbauen. Bei diesem Engagement, meine Damen und Herren, geht es aber nicht nur darum, Unternehmen in der Phase der Konsolidierungs- und auch der Markterweiterung die Möglichkeit zu geben, das notwendige Kapital für Investitionen in Technologie, Vertriebswege, Markterschließungen zu akquirieren, sondern es gilt gleichzeitig auch, einem Trend entgegenzusteuern. Und den möchte ich zum Schluss meiner Rede ansprechen. Denn während wir von Beschäftigungsrekord zu Beschäftigungsrekord eilen und mehr Menschen gute Arbeit und ein sicheres Einkommen haben, zeichnet sich ab, dass die Bereitschaft, nämlich die relative Sicherheit, eine Anstellung zugunsten einer risikoreicheren Selbstständigkeit aufzugeben, um eine eigene Geschäftsidee zu realisieren, im Allgemeinen sinkt. Das ist auch nachvollziehbar. Wenn wir auf die Zahlen des KfW-Gründungsmonitors schauen, sehen wir, dass die Gründungsquote in Deutschland seit 2002 stark gefallen ist. Die gute Nachricht dabei ist, der Anteil der sogenannten Chancengründer, also der Menschen, die halt wirklich explizite Geschäftsideen umsetzen und damit überdurchschnittlich häufig Marktneuheiten entwickeln, stellt mit 310.000 von derzeit 672.000 Gründungen die größte Gruppe dar. Aber hier gilt es halt, entsprechende Akzente zu setzen und KfW-Anreize für den Gang in die Selbstständigkeit zu setzen. Frau Kollegin, ich komme zum Schluss meiner Rede, zum Ursprungsgedanken von George Marshall zurück. Planen ist gut, machen ist besser. In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam anpacken. Das auch gerne in Zusammenarbeit gemeinsam in einem Unterausschuss. Und vor allen Dingen bringen wir heute erst einmal das Gesetz auf den Weg. Ich kann mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, Frau Kollegin Rothe-Lüschen. Nächster Redner Enrico Komning für die AfD.